Herzlich willkommen zu einem Unboxing. Diesmal geht es um das iPhone SE 2020 und das hat 4,7 Zoll, ein A13 Bionic Chip. Ja, und vorne hat es seine 7-Megapixel-Kamera und hinten hat es 12 Megapixel mit einem Weitwinkelobjektiv. Oh, die Kamera ist auch wirklich super, die kann natürlich auch 4K, also alles kein Thema, ne? Könnt ihr auch so Slow-Mo-Aufnahmen machen, es geht alles ohne Probleme, ne? Die Videos sind auch wirklich top. Ich mache übrigens die ganzen Videos mit dieser Kamera. Und ja, ich bin echt zufrieden. Ja, mit dabei ist nur ein Ladekabel und natürlich das übliche Garantiezeugs. Eine Stecker habt ihr leider nicht dabei. Das hat sich Apple gespart. Ja, von der Form her ist es ein sehr schickes Handy, wie ich finde. Ist von den Seiten natürlich so ein bisschen abgerundet. Ja. Und die Kamera hinten ist so ein bisschen erhaben. So, ne? Die kann übrigens auch 4K und natürlich auch Slow-Mo-Aufnahmen, das ist alles kein Problem. Die Aufnahmen sind auch wirklich sehr gut und bis auf dass die Kamera manchmal nicht den Autofokus richtig betätigt, ist alles bestens. Ja, optisch, wie ich sage, ein tolles, ansprechendes Handy. Passt auch gut in die Hosentasche rein. Man kann es auch gut mit einer Hand bedienen, weil es halt nicht so mega breit ist. Und ja, es ist halt so ein bisschen von der Seite natürlich abgerundet alles dadurch. Kann es auch mal schnell aus der Hand rutschen, das ist halt schon mal gegeben, ne? Deswegen sind manchmal so ganze so Hüllen ganz praktisch. Und das Einrichten von dem iPhone zeige ich euch jetzt nicht. Das geht total easy, ja, da tut ihr einfach nur die Dinge hier auswählen, dann gibt es ja nur Schnellstart, ja, und ihr könnt das Ganze auch von eurem iPhone auf das andere iPhone überspielen, ist alles kein Thema, ja. Und das läuft auch 1A. Es ist generell ein sehr gutes iPhone von Apple. Der A13 Bionic Chip, der leistet auch genug. Anwendungen werden sehr schnell geladen. Und ja, auch Spiele sind kein Problem. Generell jede App, die ich bis jetzt gestartet habe, ist super schnell gestartet. Hat keine Probleme gemacht, dass es dann irgendwie geleckt hat oder so. Also, dass man irgendwie gemerkt hat, okay, da ist jetzt der Chip am Limit. Überhaupt nicht. Und ja, ich muss sagen, es hat mich schon bei dem iPhone 7 nicht zum neuen Handy bewegt. Ich habe das nur machen müssen, weil ich halt ein Software-Update gemacht hatte und danach mein iPhone defekt war und Apple aber gemeint hatte, es wäre ein Hardware-Defekt und ja, ließ sich einfach nicht mehr gescheit laden. Und deswegen musste ich dann ja, mir ein anderes holen und habe dann hier das SE geholt. War natürlich nicht begeistert gewesen, weil das andere Handy hatte ich mir erst kürzlich geholt gehabt. Also ein Jahr her, aber halt gebraucht. Also mit einer 12-Monate-Garantie, die war dann gerade abgelaufen. Und Apple hat da auch nichts gemacht, kulanzmäßig. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, wenn ihr irgendwelche Updates macht. Ja, und dass mein Finger auflegen, also der Touch-ID, die funktioniert super. Außer ihr habt nasse Finger, dann geht das natürlich nicht. Dann erkennt sie nichts, aber ansonsten ist sie meistens sehr zuverlässig. Ja. Eine schöne Erneuerung, weil spart halt Zeit, muss ich jedes Mal den Code eingeben. Ansonsten, Display ist einfach top, eine gute Qualität. Wie man es auch gewöhnt ist von Apple, hat er auch immer diese Retina-Displays und die sind einfach mega gut. Einfach optimal zu lesen, ja. Die Akkulaufzeit ist etwa ein Tag bei dem Handy. Wenn ich es jetzt extrem nutze, ist es natürlich schon einen halben Tag, klar. Abschließend gibt es noch zu sagen, dass das Handy natürlich mit der Watch und mit AirPods etc. alles wunderbar funktioniert. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat ein bisschen Informationen daraus ziehen können.